Oh. Hi Leute! Ja, schön, wenn man ein Gebäude zerstört, kommen sie aus allen Ecken herangerannt. Was nicht gut ist, auf der einen Seite, auf der anderen Seite, so bekommen wir. Waren da gerade welche von hier? War gerade noch ein gelber Punkt auf der Minimap? Ich habe ihn genau gesehen. Ganz genau sogar. Hi! Und tschüss. Oh, danke. Danke, mein Freund. Bringen dir auch nichts mehr, ne? So, ja, ich bin noch ein bisschen erkältet. Deswegen muss ich mich öfters mal etwas muten. Und damit ist diese Mission ebenfalls abgeschlossen. Die Zivilisten sind befreit und werden nicht weiter mit falschen Informationen gefüttert. Keinerlei Gehirnwäsche mehr abgeteilt und sie werden vor allem nicht mehr gefoltert. Und wir bekommen unseren Orden und werden danach erschossen. Ist das nicht toll? Herrlich. Lieutenant Havoc sind wir. No Reloads. 28 Minuten gebraucht. Sehr schön. Ja, 200 Kopftreffer ist doch mal nicht verkehrt. Sekundärziele, 6 von 6, gut. 2 Gebäude, 10 Fahrzeuge, Bonusziele 0 von 0. Torso, Arme, Taille, Beine. Ja, passt. Nicht schon wieder. Tut uns leid, Sir. Ich habe gerade den Befehl bekommen. Sie stehen unter Arrest. Warum so nervös? Ich hoffe, Sie haben die Zeit genutzt, um ein wenig nachzudenken, Havoc. Wird nicht nochmal vorkommen. Ich schwör's. Ja. Naja, gut. Ihre ehemalige Spezialeinheit, die Dead Six, ist gerade aus Peru zurückgekommen mit einigen schlechten Nachrichten. Das ist ein Überwachungsvideo aus der GDI-Forschungsbasis in Guatemala. Die Schwarze Hand hat die Basis überfallen und es ist ihnen gelungen, unsere drei besten Tiberium-Spezialisten gefangen zu nehmen. Dr. Ignacio Möbius, seine Tochter Sydney und Dr. Elena Petrova. Die anderen wurden an Ort und Stelle hingerichtet. Diese Aufnahmen stammen aus dem gleichen Video. Wir konnten den Mann als Mendoza identifizieren. Er ist ein ehemaliges Mitglied des Schwertes von Chagall, des Extremistenflügels der kolumbianischen Separatisten. Jetzt ist er der gefährlichste Meuchelmörder der Bruderschaft. Diesen Mann haben wir noch nie gesehen. Wir wissen jedoch, dass der Oberkommandierende der Schwarzen Hand ein General namens Raveshaw ist. Auf diesem Foto sehen wir ihn zum ersten Mal. Das Bürschchen ist mir schon begegnet. Er ist ein kaltblütiger Mörder. Wenn Raveshaw in diese Sache verwickelt ist, dann hat vielleicht Kane selbst diesen Einsatz befohlen. Wir haben herausgefunden, wo Raveshaw die Wissenschaftler hingebracht hat. Die genauen Befehle erhalten Sie unterwegs. Bin schon weg. Herr Vogt, da war noch was. Sakura. Wissen Sie, dass Ihre ehemalige Mitstreiterin sich der Schwarzen Hand angeschlossen hat? Sie ist eine Söldnerin. Sie kämpft für Geld. Solange es da nur keinen Interessenkonflikt gibt. Interessenkonflikt? Nein. Aber ich habe Interesse am Konflikt. Okay, der war flach, aber er ist gut. Und aus solchen vielen Witzen besteht auch viel der Story. Beziehungsweise sehr, 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 sehr viele Kommentare. Ihre Aufgabe besteht darin, die Notbasis zu finden und die Wissenschaftler zu retten. Ich stelle Ihnen einen Wüstenjäger zur Verfügung. Da unten war ein Kampfbuggy. Da war ein Kampfbuggy. Ich hätte einen Kampfbuggy haben können. Ich hätte nur schneller sein müssen. Nein, schnöde Welt. Okay, wir kriegen einen Wüstenjäger. Bringt's auch. Ja, Kane ist übrigens der sympathische, charismatische und obercoole Anführer der GDI. Um den sich ja... Nehmen Sie den Wagen, Havoc. Die Straße vor Ihnen ist völlig frei. Also wenn ich in den Wagen steige, hältst du... Havoc, zerstören Sie den Heliport. Sie werden es dann mit weniger Apaches zu tun bekommen, da Sie einen längeren Anflugweg haben. Echt? Wahnsinn. Interessant. Wenn ich in den Wüstenjäger steige, hältst du dann die Klappe? Danke sehr. Ja, Kane ist eigentlich der Anführer. Was ist eigentlich? Kane ist der Anführer der Bruderschaft von Nord.
ein, ja, Sektenführer. Ja. Um den sich eigentlich ein ganz großer Hype gebildet hat, letzten Endes. Er ist ja in allen Teilen vorhanden. Das finde ich auch der super. Wurde offenbar fordert der Officer in diesem Wachturm gerade Verstärkung an. Eliminieren Sie jeglichen Widerstand und besetzen Sie diesen Turm. Ja, ja, mach ich. So, erstmal muss der Heli da weg. Und an den Officer werde ich so ohne weiteres nicht rankommen, ne? Lieber Heli, würdest du kaputt gehen? Endlich bekomme ich mal deinen HP-Balken angezeigt. So. Sehr schön. Weil der Heli ist eigentlich nur nervtötend. Und wenn wir da oben den Kerl nicht irgendwie cool erwischen, wird's blöd. Oh, ein Bazooka-Infanterist. Das ist nicht so gut. Au, 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 mein Auto. Ja, wir werden eigentlich nur aus dem Fahrzeug rausgeschmissen. Was eigentlich auch sehr gut ist, wenn es zerstört ist. Was natürlich schlecht ist, weil wir jetzt kein Fahrzeug mehr haben. So. Kollege, ne? So sieht's aus. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Echt? Wo ist denn da noch einer? Ich höre ihn, ich... Okay. Das war wahrscheinlich ein Heli. Ansonsten scheint ja keiner da zu sein. Zählen die Fahrzeuge auch, aber die sind so nervtötend zu vernichten. Wir könnten natürlich unser geliebtes C4 mal dafür verwenden. Gib mir das mal. Ihr habt einen Arsch offen, oder? Ich habe da gerade C4 dran angebracht. Jetzt habe ich das umsonst und angebracht? Nein! Nee, was? Mein David da. Hier. Leute, echt mal, ich würde euch abknallen, wenn ich dürfte. Jetzt habe ich C4 verpulvert zweimal. Zielobjekt Mensch. Gesichert. Gut gemacht, Herr Bock. Achten Sie auf weitere Verstärkung, die der Gegner erhält. Ah, das Scrollrad geht in die falsche Richtung. Darum kriege ich immer das Falsche. Ich muss echt mal gucken, dass man da vielleicht sprinten kann. Ja, super. Wahnsinn. Stimmt ja, man bekommt ja ein Fahrzeug. Habe ich wieder total vergessen. Sauber. So. Meine lieben Noddies dort unten. Habe ich eigentlich schon mal gesagt, dass ich der weltbeste Autofahrer bin, den es überhaupt gibt. Ich habe bisher nur 0 Totalschäden verursacht. Okay, man soll nicht lügen. Aber ich habe dafür noch nie einen Menschen überfahren. Braucht man nicht wirklich so schnell. Ihre nächsten beiden Ziele befinden sich in den Häusern jenseits der Brücke. Schalten Sie jeglichen Widerstand aus und besetzen Sie die Häuser. Besetzen wir die Häuser mal. Oh, ein leichter Panzer, aber da sind ja 2 Mammutpanzer. Die kümmern sich gerne darum. Ich finde es auch toll, dass hier diese Missionen richtig weitläufig als Achtung, sind. Alle GDI-Streitkräfte weg. Warum er auch immer aufgehört hat zu reden. Jetzt haben wir auch eine Panzerfaust. Das ist sehr gut. Unser Mammutpanzer ist noch am Mammutpanzern. Sehr gut. Das ist die größte Landkampfeinheit, die es so gibt. Wo ist meine Unterstützung? Wir benötigen hier Panzer. Nod hat uns in die Enge. Ja, schlecht, dass der Nod. Dass der Nod-Dings, ja genau. Dass der Mammutpanzer den Panzer da nicht vernichtet hat. Das ist nicht normal, würde ich fast sagen. So. Und es ist immer eigentlich das Beste, wenn man diese Heli-Pots. Mir fällt der Name nicht mehr ein. Die heißen Bananenhubschrauber. Im Deutschen. Wenn man die vernichtet. So. Weil dann kommen da keine Leute raus. Und wir sollten den Offizier finden, der die Leute hier aussteigen lässt. Würde uns zumindest sehr helfen. So, Ziel erreicht. Ja, einfach mal in das Gebäude rein. Ausgezeichnetes Timing, Herr Locke. Stellen Sie sicher, dass sich keine Feinde mehr in den Gebäuden aufhalten. Ihre Jungs sind nicht gerade hilfreich. Benötige hier mehr davon. Ja, die sind echt nicht hilfreich. Die lassen hier diesen blöden Helikopter einfach mal so landen, ne? Und die machen hier meinen schönen kleinen Wüstenjäger platt. Gott sei Dank haben die unendliche Munition.
alle GDI... Ja, ich weiß, du willst deinen Satz immer bringen, immer und immer wieder, aber du bringst es nicht fertig. Hallo Offizier, wie wär's mit Sterben und so? Wollte der gerade echt auf meiner Motorhaube landen? So. Transporthubschrauber, okay. Relativ einfacher Name. So, kriege ich die nieder? Perfekt. So, jetzt aber da rein, dass da nichts mehr nachkommt. Das wäre mir echt recht. Panzerfaust. So. Gebiet gesichert. Nur weiter so, Herr Bock. Da fühlt man sich so richtig gebraucht, Loke. Yeah. Wir werden gebraucht. Oh yeah. So stelle ich mir einen Kampfbuggy vor. Ich finde die GDI, die Bruderschaft von Lord hat die wesentlich cooleren Einheiten. Erstens vom Namen her und zweitens natürlich vom Aussehen her. Naja. Chemiekrieger. Hässlich, hässlich, hässlich. Okay, ich revidiere meine Aussage ganz fix. Die GDI hat natürlich auch ein geiles Spielzeug. Jawohl, ein richtig geiles Spielzeug. Dieses Spielzeug ist so geil, dass es schon richtig geil ist. Erstens mal... Bam, ne? Ach, schrei du mal so rum, wie du willst, ne? Das Problem ist natürlich, je größer es ist, desto schwerer ist es dann zu treffen damit, was? Bam! Ihr wolltet damit bestimmt nur Böses anfangen. So, Panzerfahren. Panzerfahren für Anfänger. So, und tschüss du! Okay, man sollte auch treffen. Vorteil, Mammutpanzer, jede Menge Leben, jede Menge Panzerung. Fette Kanone, Raketen noch dazu und regeneriert auch ein Teil seiner Panzerung wieder, wenn oder seines Lebens wieder, wenn er unter einem prozentual Bereich fällt, der mir gerade nicht einfällt, aber okay. Hallo Soldat. Und du, Klappe, ne? Ich hab hier das Sagen. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Eva, ich weiß es doch. Ich wollte nur hier drinnen etwas Spaß haben. So, zumal ich wollte mich am Feuerchen aufwärmen. Oh, der hat seine Leute absetzen dürfen. Naja, gut, okay. Ich meine, die können hier mal versuchen, den Panzer niederzumachen. Würde sogar nach einer Zeit lang gut klappen, muss ich mal dazu sagen. Das, was ich hier mache, ist gerade total dämlich, aber okay. So und so. Also man kann eigentlich alle Fahrzeuge richtig gut vernichten. Selbst mit einem MG ist... Würde nur eine Ewigkeit dauern? Ach, die Artillerie. Heißt eigentlich Hammer der Gnade, aber okay, was soll's. So, dann gehen wir nochmal in das Gebäude rein, damit wir das hier auch endlich mal geschafft bekommen. So, Ziel erfüllt. Sehr gut. Ausgezeichnet, Herr Bock. Es ist eine Freude, Ihnen bei der Arbeit zuzusehen. Ja, spioniere du mich nur von dort oben aus. So. Erst wieder auf 600 HP. Vorhin ist er aber ein bisschen drunter gewesen. Also, wenn wir jetzt getroffen werden, regenerieren wir immer. Heilung. Das ist das Schöne an dem Mammutpanzer. Und natürlich ein Nachteil vom Mammutpanzer. Er ist langsam. Bam. So. Lalalalalala. Wir haben ja Gott sei Dank Zeit. Viel Zeit. Oh ja. Und wenn man natürlich das Fahrgestell dreht... Vor Ihnen auf der Straße fährt der Notkonvoi, Havoc. Können Sie ein paar Raketen abwerfen lassen? Werde wohl mehr davon brauchen. Ich gebe Ihnen Deckung, Sir. Ja, gib mir Deckung. Ich glaube, die hatten nämlich hier Raketen. Ich bin direkt hinter Ihnen, Sir. Feigling! Der versteckt sich da nur.
Ah! Sehr gut, geht mal vor. Noch eine Raketenstellung, kriege ich die irgendwie? Oh, wäre zumindest nur schlecht, weil die tut schon etwas mehr weh. Sehr gut. Und dort oben stehen auch welche. Gut, die könnten wir ja mal ganz fix mit dem Sniper penetrieren. So, das war er. Boah, das ist kompliziert. So, wo ist er? Das war meiner oder ist meiner? Okay, rechts klicken. Das ist doch mal schön. Nein, T wollte ich. Ah, komm, hör auf mit Nachladen. Offizier, der braucht natürlich zwei Schuss. Gut, ich schieße ja auch seine Schulter. Würde ich auch stehen bleiben, ganz klar. So. So, haut ihr mal ab. Sehr schön, ich schiebe euch mal gerade zur Seite mit meinem Panzer. Ist ja alles gar kein Problem, ne? So. Na? Na, komm schon. Komm. Ich will meinen Panzer behalten. Dankeschön. Ja, man bleibt hier auch an Kisten hängen. Sehr, sehr gut. Das ist alles vorprogrammiert. Das ist alles so geplant. Raketenwerfermunition ist unterwegs. Naja, Raketenwerfermunition brauche ich jetzt nicht wirklich, aber okay. Man kann auch über die Sachen drüber fahren und sammelt sie ein. Das ist auch sehr schön, sehr realistisch vor alledem, ganz klar. Ne? Mit so einem tonnenschweren Gerät über eine Panzerfaust drüber zu fahren, bedeutet, man sammelt sie natürlich ein. Man hat ja unter dem Panzer meistens so eine Notfallausstiegsluke, dann kann man da gut aussteigen. So, ich glaube, den Kampfpanzer muss ich zur Seite fahren. Ich glaube, ich komme aber auch so vorbei. Yeah, cool. Das nächste Einsatzziel liegt auf der anderen Seite des Hügels. Folgen Sie dem Feldweg an den Wachtürmen vorbei. Ja, mache ich. Du lässt mich mal in Ruhe. Du spielst mal nicht so viel mit dem Soldaten da herum. Dann holen wir dort oben noch schnell die Helikopter runter. Und solange wir zu zweit sind, kümmern wir uns hier noch um den netten... Okay, oder auch nicht um den netten... Hubschrauber. Das Wort ist mir gerade dazu nicht eingefallen. So, der Soldat ist auch... Geschichte, Mensch, das hat jetzt aber gedauert. Scheite Waffe. So. Ah, wisst ihr was? Das machen wir gerade mal zu Fuß. Dann sind wir ein bisschen fixer unterwegs. Um das Zielgebiet zu sichern, muss jeder feindliche Widerstand im Gebiet ausgeschaltet werden. Wie oft willst du mir das jetzt eigentlich noch erzählen? Spielen für Dummies oder was? Ah, guck mal an hier, Kollege. Du wolltest bestimmt wieder Leute holen. Und dort oben haben wir eine 2 Schneekanonen. Super. Achso, HP ist voll, deswegen. Ah, Panzerung. Exzellent. So, aber da ist noch ein Gegner da. Aber so wie es sich anhört, sind da auch Hubschrauber gerade irgendwie unterwegs. Hallo? Was bist du hier für ein Wachhund? Ein ganz schlechter Wachhund, um ehrlich zu sein. Und Gott sei Dank kommen hier die Feinde nicht auf die Idee, meine Panzer hier zu klauen. So, war's das? Nee, das immer noch. Okay. War's das? Na, komm. Komm, sag's mir. Ziel erledigt. Das ist auch etwas, was blöde ist. Ah, jetzt. Okay. Einsatzziel gesichert, Herr Bock. Gut gemacht. Immer diesen Plot dann zu erwischen, wo es dann heißt, so, hier zählt's, dass halt eben ein Einsatzziel abgeschlossen ist. Aber wir werden uns noch dran gewöhnen. Ich finde auch, die Weitsicht ist, naja, was heißt die Weitsicht? Die Satellitenaufklärung zeigt, dass sich eine weitere Flarak-Stellung in der Gegend befindet. Achten Sie auch auf Ingenieure, die sie reparieren. Man sieht halt, dass das hier schön porträtiert ist, oder wie das eben heißt. Ja, und ich hoffe nur, dass das mit dem Husten bald echt mal weg ist.
Es ist doch ein bisschen nervig. Hallo, lieber Panzer. So,